Hi Leute, das ist Sanu hier und willkommen auf dem PTS. Es gibt ja so ein paar Sachen hier. In Phase 1 wurden ja viele Sachen gebalanced, vieles wurde ein bisschen genervt und ich wollte mit euch so ein paar Sachen durchgehen, wo ja, tatsächlich viele Leute ein bisschen Angst haben, was die entsprechenden, jetzt weiß ich gar nicht, habe ich hier eine Euroboros, die kam gar nicht. Die Euro kann ich jetzt gerade hier nicht testen, aber ich habe der liebe Screw, der lässt mich auf seinem Account auch noch mal ein bisschen was machen. Und der hat alles. Da werde ich euch High-End mal ein bisschen was zeigen. Da werde ich euch ein bisschen mehr Gameplay zeigen. So, jetzt möchte ich aber auf die Sachen eingehen, weil das hier ist besonders interessant. Den Account an die liebe Yassi, den die mir zur Verfügung gestellt hat. Der hat halt, wenn ich einen Charakter erstelle, der hat dann nichts. Ne? Also ihr seht, ich habe SHD Stufe 1. Ich habe die Boni nicht. Ich glaube, das dürfte interessanter sein für viele von euch. Besonders für die Leute, die neu mit dabei sind im Game, die eh noch nicht so hoch gelevelt sind und dann nicht so viele Vorteile haben. Oder Spieler, die gerade wieder zurückgekehrt sind und die einfach noch nicht auf so einem hohen Level sind. Und das hier ist, denke ich, ein richtig guter Anhaltspunkt dafür. Und ich möchte euch schon mal direkt vorweg eins nehmen. Ihr braucht bezüglich der Nerfs, braucht ihr keine Panik zu haben. Also viele haben ja auch geschrieben wegen der St. Elmo, weil die gerne spielen, weil die jetzt ein bisschen weniger Damage macht, ein bisschen kleineres Magazin hat. Ich zeige euch jetzt, dass das so gut wie gar nicht ins Gewicht fällt und wir schlussendlich sogar noch mehr Damage machen als vorher. Hauptgrund dafür ist die neuen Seasons, die kommen jetzt. Und die neuen Seasons kommen ja mit hier, wartet, ja, mit den neuen Season Modifiern. Der globale Modifier für die Season, die jetzt kommt, ist Point Blank. Heißt, ihr macht auf kurze Distanz, macht ihr 1,2-fachen Schaden. Macht also schon deutlich mehr Schaden auf kurze Distanz, wenn der Gegner vor euch ist. Auf mittlere Distanz macht ihr noch mehr und je weiter der Gegner weg ist, macht ihr natürlich mehr Damage. So, jetzt gehe ich mit euch mal runter. Ich habe mit euch zwei der wohl mit beliebtesten Builds habe ich euch abgespeichert. Einmal Stürmer-Set. Stürmer hat ja auch einen Hit kassiert und ist trotzdem, es wird euch nicht auffallen, Leute. Ich sag's euch, das könnt ihr euch gleich hier angucken. Und hab ein Heartbreaker-Set. Heartbreaker ist eh sehr, sehr geil. War vorher mal eine Meta, nachdem es ein bisschen runtergedreht wurde. Hat jetzt im PTS in der Phase 1 nochmal wieder einen kleinen Buff bekommen. Und steht jetzt nochmal deutlich besser da. War vorher schon super. Trotz des kleinen Nerfs, ne? Und ist jetzt wieder auf einem sehr guten Stand. Und ich möchte, dass ihr hier. Schaut euch das an. Bleiben wir mal. Ne, warte mal. Gehen wir mal auf den Stürmer. Und packen mal die Elmo rein. So, jetzt pass mal auf. Was ich hier für Werte habe. Ich habe hier 40,3% Chance auf Crit mit der Elmo. Bei 102 Schaden durch kritische Treffer. Das ist nicht wirklich viel. Ja, wie gesagt, der Charakter hatte auch nichts. Und ich habe keine Mods dafür und so. Ich habe ja nur kritische Treffer-Schaden-Mods drin, die nicht wirklich gut gerollt sind. Und mein Vergleich, gehen wir zum Heartbreaker-Set. Dann hier auch die Elmo. Und hier sind wir bei den nahezu exakt gleichen Werten. Das heißt, wir haben hier einen super Vergleich. So. Gehen wir auf den Stürmer, dann Elmo und dann gehen wir runter an den Schießstand. Mal kurz mal hier ein bisschen. Denkt halt, wie gesagt, wir haben die Modifier von der Season aktiv. Und ich denke auch, dass nahezu alle von euch mit diesem Modifier spielen werden. Weil es einfach mal was Neues ist, auch die anderen Modifier freizuschalten und so. Und jetzt stacken wir uns einfach mal den Stürmer hoch. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Mach jetzt mal nur Body Hits. Die Stärke von der St. Elmo kommt hier eh über den Status-Effekt, den sie hat. Ne? Mehr als alles andere. So, lauf. Der Stürmer ist jetzt fast voll. Und ihr seht schon. Also ich habe ja, sobald du mit einem Build, wenn du wirklich gegen Damage gehst, wenn du mit einem Build die Millionenmarke knackst, dann ist das definitiv ein super Build. Guck dir das an. Mit dem Modifier. Das haben wir
fast 1,2 Millionen. Oh, da waren 1,4er dabei. Der, glaube ich, der war mit Lebensenergieschaden. Fast 1,3 Mille. Hey, Leute, das ist vollkommen in Ordnung. 1,47, ja, das war mit Lebensenergieschaden. Und guckt, je weiter Gegner weg ist, natürlich. Ne? Guck mal hier. 15 Meter. Guck mal, 20. Haben wir noch einen höheren Multiplikator. Ja, guck dir schon an. Also, wer mir da was erzählen will, der Nerf würde einem großartig auffallen. Also, tut mir leid. Das reicht. Dicke. Guckt. Stürmer. Wohlgemerkt, ne? Und das ist jetzt mit der St. Elmo. Und den anderen Waffen brauche ich gar nicht zusammen. Die haben ja viele angepasst. Hier die Sträger ist ein richtig geiles Monster. Und die hat ja, das zeige ich euch aber auch Gameplay mit Screws Account dann mal, dann werden wir draußen ein bisschen rumlaufen. Die Sträger, da wird mein absolutes neues Highlight-Beast, sage ich euch. Verunsichern. Durch das Töten eines Gegners wird jeder Gegner im Umkreis von 20 Metern von ihm markiert. Mehrere Markierungen können auf demselben Gegner angewendet werden. Ein Gegner kann mit maximal 5 Markierungen belegt werden. Fügt markierten Gegnern pro Markierung 15% verstärkten multiplikativen Schaden zu. Ja, wenn wir mal hier rüber gehen. Und ich glaube, muss man hier die Gegner. Ah, jetzt. Und Stürmer ist, wie gesagt, jetzt gerade erst am Hochleveln, gell? Hochpushen. Damit ihr mal seht, was hier möglich ist. Das ist unnormal. Ja. Da waren 2 Mille. Gib mir die Gegner. Eins, Nummer 5. Also, wie gesagt, mit dem Bild, ne, nix optimiert, gar nichts, hier fehlt, da ist kein Know-how drauf, nix. Ne, viele haben ja auch das Know-how-Level noch gar nicht so hoch und so. Und schaut euch das an, was möglich ist. Also, braucht man uns echt überhaupt nicht zu beschweren. Das wird definitiv super werden. So, gehen wir mal zum Vergleich. Wechseln wir mal die Variante, gehen wir auf Heartbreaker. Gehen auch wieder auf die St. Elmo. Wie gesagt, ungefähr gleiche Voraussetzungen, ne? Muss ich mal gucken. Gegner müssen natürlich markiert sein für Heartbreaker, damit der Buff sich stackt. Na komm. Ach, Idiot, ich soll schon, wenn man sich gerade ein bisschen umstellen muss, gell? So. Heartbreaker ist oben. Scan raus, Gegner. Schaut euch an. Das hat mal einer sagen, das wäre zu wenig Damage. Das passt auf jeden Fall richtig gut. Wie gesagt, ohne Know-how. Ohne großartige Crit-Chance, nicht viel Crit-Damage, kein optimiertes Bild, einfach nur ein paar Teile zusammengewürfelt. Ja, ich bin wirklich gespannt, was ihr sagt. Also wie gesagt, ich will vielen von euch einfach damit auch ein bisschen die Angst nehmen, dass ihr da keine Sorgen machen braucht, dass irgendwie eure Builds nicht mehr richtig funktionieren oder dass ihr großartig irgendwas umbauen müsst. Nee, ihr könnt. Und könnt auch viele neue Optionen basteln, was auf jeden Fall Spaß machen wird bezüglich der ganzen Änderungen hier. Aber eure ganzen Sachen, die ihr so gebaut habt, die werden alle noch sehr gut nutzbar sein. Also macht euch da bitte, wie gesagt, keinen Kopf. Ne? So. Wie gesagt, beim nächsten werde ich das Ganze mit einem, ja, mit Screws Account machen. Der hat voll gemaxt, der ist absolut High-End. Playstyle dann und damit ihr mal seht, was dann so, ne, in den Top-Regionen dann möglich ist. Aber ich denke, das hier war ein super Einblick, um zu gucken, ja, wie sieht's aus, wenn ich selbst noch nicht so weit bin. Ah, hier kann man vielleicht mal auf die MSA und CQB
Hoppala, woher? Die finde ich im vollautomatischen Style tatsächlich auch mega jetzt, ne? Ist ein bisschen komisch, weil man einfach nicht mehr, keinen Triggerfinger mehr braucht. Und habe ich jetzt das falsche Bild, ne? Dann spielst du natürlich nicht mit Heartbreaker. Aber, sehr, sehr cool, was sie da mit den, mit vielen Gewehren gemacht haben. Auch die Revenus hier, ne? Auch die Revenus, total nice. Wird sich natürlich jetzt auch viel, viel besser spielen, durch das vollautomatische. Aber die braucht definitiv Handling. Ja, so, mehr wollte ich euch hier gerade in dem Video gerne zeigen. Wie gesagt, haut mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie ihr das seht, Leute, und was ihr eventuell gerne noch schnell getestet haben würdet. Also das Ganze läuft noch bis morgen. Da ist so ein bisschen, können wir noch was machen. Falls euch was einfällt, haut's mir rein. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, gerne Abo, Like da lassen. Gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbeischauen. Und ich sag bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye.